Die Sprache ist etwas, das wir alle jeden Tag als etwas ganz Selbstverständliches verwenden. Sie ist sozusagen ein Behälter für Informationen, die wir transportieren wollen. Die Sprache ist aber auch noch viel mehr. Sie bestimmt unsere Beziehungen zu den anderen Menschen. Sie transportiert mehr als nur Informationen. Sie bestimmt auch unser Denken. Und wie wir in der Ausstellung sehen werden, ist Sprache etwas sehr Vielschichtiges, das sehr viele Ebenen hat. Wir setzen sie jeden Tag bewusst und oft auch ganz unbewusst ein. Künstler, die sich mit der Sprache beschäftigt haben, gibt es vor allem sehr intensiv seit den 1960er Jahren. Unsere Kuratorinnen haben großen Wert darauf gelegt, die Kunstgeschichte Österreichs zu diesem Thema von den Anfängen in den 60ern bis jetzt gut abzubilden, was ihnen auch gut gelungen ist. Ich gebe ja seit 2017 das Fair-Magazin heraus und ich habe jährlich Schwerpunktthemen beim Magazin und das Schwerpunktthema heuer ist Kunst und Sprache. Wir versuchen hier exemplarisch, beginnend mit den 50er, 60er Jahren, Positionen zu zeigen, wo Kunst und Sprache vermischt sind, wo Elemente der konkreten Poesie sind, der visuellen Poesie. Und es ist uns gelungen, bis zu sehr jungen, aktuellen Positionen Werke zu zeigen. Ich würde dich bitten, vielleicht sozusagen im nächsten Step. Ich fange ganz vorne an, nämlich bei Peter Weibel. Sie haben ja alle heute schon das Recht mit Füßen getreten. Das wäre sozusagen eine Ebene dieser doppeldeutigen Arbeit. Peter Weibel ist ja auch durchaus ein Dialektiker und meint das natürlich auch in einer sehr ambivalenten Weise, für das Recht mit Füßen treten. Dieses Gefühl kennen wir, haben wir ja oft genommen. Zugleich ist es aber der Boden und möglicherweise der einzige Boden, auf dem wir uns, auf dem wir gleich sind, zumindest mal, was der Text dazu sagt. Also so viel zum Peter Weibel, gehe ich gleich über zur ehemaligen Partnerin und Kollegin. So, Wally Export, darf ich Sie bitten, dass man das ein bisschen besser sehen kann? Vielen Dank. Die Wally Export hat hier zwei an sich getrennte Disziplinen unterschiedlicher wissenschaftlicher Rezeption zusammengeführt und hat Zeichnen und Schreiben auf eine Ebene gebracht. Aber nicht nur das, sie hat es hier quasi, wenn man so möchte, ausgehebelt. Hier ist nämlich weder geschrieben noch gezeichnet worden. Sie hat radiert. Also sie hat. Ja, sie hat sozusagen das Schreiben ausradiert und sie hat das Zeichnen ausradiert und somit sichtbar gemacht, aber natürlich auch thematisiert, also mit einer unglaublichen, wie soll man sagen, Leichtigkeit in die Tiefe radiert. Würde ich hier gerne, weil Isabella Gruhl, die war ja auch da ist, gerne mit Isabella Gruhl über ihre Textrolle zum Urheberrecht. Somit thematisieren wir hier das autonome Kunstwerk, genauso wie Copyright und alles, was damit verbunden ist. Aber wir müssen vielleicht Materialhaft, weil wir da hier auch ein Beispiel dafür ist, wie wesentlich Material in einer Umsetzung von Sprache auch ist und wie der Zusammenhang hier vor Ort sehr wichtig ist. Ja, vielleicht, also ich arbeite da eigentlich an dieser Schnittstelle von Schrift und Bild, also Schrift als Bild, Bild als Schrift, als Bedeutungsträger und habe anhand von Papierbuchstaben zunächst mal zerlegt und wieder neu konstruiert und somit neue Formen geschaffen, die also eine Bezugnahme auf Schrift haben, aber eigentlich keine lateinischen Buchstaben sind, deswegen sind eigentlich Verfremdungen. Dieses Zeichensystem, das immer weiter fortgeführt wird, nenne ich eben Bastards, habe das wieder digitalisiert und sozusagen also eine Zuordnung vorgenommen, sodass ich damit eigentlich einen bestehenden Text, in dem Fall Sabine schon gesagt hat, einen Paragraphen aus dem österreichischen Urheberrecht interpretiere damit, also wieder materialisiere. Und diese Rolle ist also aus einem Polyethylenmaterial, das man als Dampfbremse oder Dampfsperre kennt, die liegt eigentlich, also ein Baumaterial, das eigentlich unter dem Boden liegt, um also aufsteigende Feuchtigkeit, also die Feuchtigkeit am Aufsteigen zu hindern. Ja, ich erkläre, also an den Wänden sieht man exemplarische Beispiele sozusagen der Linzer Szene, kann man mal sagen, so rund um Heimrat Becker und
bestanden hat die Linzer Szene sozusagen natürlich aus einem der berühmtesten Vertretern, Josef Bauer. Man sieht da ganz frühe Fotoarbeiten, wo er sozusagen mit Buchstaben skulptural schon arbeitet. Und auf dieser Wand darüber sieht man da von Gerhard Nogler, einem Kollegen in der ähnlichen Generation, auch Arbeiten, wo der Begriff immer wieder vorkommt und eine Vermischung zwischen Objekt und Begriff stattfindet. Und die dritte Wand ist Fritz Lichtenauer gewidmet, der auch einer der frühen Protagonisten dieser Tendenz in Linz gewesen ist und noch immer auch aktiv ist, wo sehr stark das grafische Element der Schrift auftaucht. Interessant ist auch, dass es in den neuen Texten auch ganz früh Cover, glaube ich, gibt von dir und auch immer wieder Beiträge. Das heißt, auch das Element des Publizierens ist natürlich gerade in dieser Ebene von Kunst und Sprache sehr wesentlich. Das war, glaube ich, die Leistung von Helmut Decker, das sehr schnell wahrzunehmen. Und dadurch hat sich auch diese Tendenz gut verbreitet. Ich finde die Arbeiten von Gerd Logler, die habe ich jetzt vor einem halben Jahr wiederentdeckt sozusagen, finde ich besonders spannend, weil hier Materialität, Objekthaftigkeit, Unbegriff vermengt wird und so teilweise hybriden Mischungen daraus entstehen und auch ein spielerisches Element vorhanden ist. Und wir freuen uns sehr darauf, sehr schöne Exponate von ihm bekommen zu haben. Die Arbeit, die auch gleichzeitig das Plakat zu sehen ist, ist auch eine Arbeit von Gerhard Knogler und ist eine Hommage von Helmut Decker. Und wenn man mit ihm spricht oder mit anderen, dann wird eigentlich immer wieder betont, wie wichtig Helmut Decker als Figur war in der Zeit und als Initiator. Wenn man hier weitergeht, haben wir ein kleines exemplarisches Werk von Christian Steinbacher, auch aus 1987, ein bisschen später, ein Briefstempeltext. Den gibt es auch in Varianten. Und für mich war es auch interessant, mit dir sozusagen Gespräche zu führen, weil du hast dann in der Galerie Merz sozusagen die Tradition der performativen Lesung auch weitergeführt in den 90er Jahren, so in dieser Zeit. Und jetzt würde ich gerne Heinrich Gern ausbieten. Wieder bei Gratus und Wittgenstein organisiert ist, so ist auch dieser mein Traktatus Architektonicus Rechtsfeld in Bali. Das ist meine Verbindung. Und jetzt ist dann diese Säule entstanden, die dem Namen geehrt ist, der Herr Wittgenstein. Und warum ist er geehrt? Weil ich einen Winkel empfunden habe, einen Winkel entdeckt habe, in dem die gesamte Sprache gespeichert ist. Und ich habe dann hier ein Material, das Wort Wittgenstein ausgelegt durch diesen Winkel und zeige, wie man das lesen kann. Dieser Winkel dreht sich um seinen Schwerpunkt und alle Winkel, die Buchstaben sind da drauf, V und F habe ich gleichgesetzt und I und Y, weil ich nur 24 Positionen gehabt habe, indem es oft so dreht, so und so. Und das Wort Wittgenstein kann man hier lesen, es geht von unten bis in den Himmel hinauf. Das erste ist das W, W. Das zweite ist das I, wie. Das ist das harte T, T, Witt, zweite Witt. Das ist das G, G, das ist wieder das E, nicht? Das ist das E mit G, das ist das N, nicht? Wenn man sieht, das ist das N mit Gen, das ist das S, mit Gen, sieht man da, S, D, E, I, M. Also es ist nicht das Kultur, die jetzt aus ästhetischen Gründen gemacht wird, sondern die heißt Wittgenstein. Du hast hier viele Unwahrscheinlichkeiten, kann man das jetzt mal so nennen, also Möglichkeiten
Optionen. Ich habe es gestern als Ängste bezeichnet, du hast mich korrigiert, du hast gesagt, Ängste sind es eigentlich. Ja, es kommt natürlich darauf an, ob wir jetzt vor der Kontingenz eine Angst haben oder sie einfach wahrnehmen. Künstler sind meistens in einer sehr prekären Situation. Das heißt, dieser Augenblick, mit dem man nicht gerechnet hat, birgt sehr oft irgendwie auch etwas Positives. Aber wir leben natürlich auch in einer Welt, wo man große Angst hat, ein Risiko einzugehen, wo es die ganze Zeit um das Absichern geht, sozusagen von Risiko. Diese Arbeit heißt Kartografie des Unbestimmten und beinhaltet eben Begriffe wie Wahrscheinlichkeiten, Realitäten, aber auch Halluzination und so weiter. Und ich sehe das als wie einen histologischen Schnitt, einen gewebehaften Schnitt durch eine Biografie, aber eine Biografie, in der wir uns, glaube ich, alle widerspiegeln können. Denn wir alle haben uns schon mal im Dickicht der Unsicherheit befunden oder kennen dieses blinde Vorantasten durch eine unwahrscheinliche Realität. Das ist deine Arbeit, wie auch die Arbeit hier, die der Barbara Kapuster zeigt, ja schon auch nochmal so einen Impetus der konkreten Poesie. Also findet sozusagen bei euch den bildenden Künstlerinnen eine Lingualisierung der Kunst statt? Ist es bei den Schriftstellern sozusagen eine Ikonografie der Sprache? Also dieser Wechsel, der hier auch stattgefunden hat. Ich glaube, zusammentreffen tut sie sich auch in einer gewissen Haptik. Und selbst bei so einer Arbeit, die im Grunde genommen aus einem Text besteht, der hier an die Wand gedreht ist und bei genauerer Betrachtung ist hier auch nochmal so eine Körperhaftigkeit, also eine Untersuchung von Körperhaftigkeit der Sprache findet hier bei der Barbara Kapuster statt. Und sie bedient sich quasi den Comics, und den Comics nicht als Sprache, sondern als Bild, dreht aber die Gewichtung um. Und ein Ohne, das hier eigentlich, wenn man so möchte, auch dem verzweifelten Versuch, weil es nicht gelungen ist, aus gutem Grund, es auszulöschen, ja, und dadurch noch sichtbarer zu machen. Naja, ich glaube schon, dass es so ist, dass man ziemlich lange versucht, konzentriert hineinzuschauen und dass dieses eine Wort, das wir verwendet haben, sich aber dem zu entziehen scheint, weil man kann es nicht so schnell lesen, man kann es nicht so schnell erfassen. Auch wenn es so ganz ordentlich in einem Rapport dargestellt wird, es ist sozusagen das ordentliche Gegenstück zu einem Unordentlichen, das man sich im Katalog draußen noch anschauen kann. Das ist derselbe Cut auf schwarzem Hintergrund. Und da haben wir diese ausgelesenen Buchstaben nicht alle rausgelöst, sondern teilweise hängen lassen. Die hängen so quasi ein bisschen in der Luft. Es gibt zwei Begrifflichkeiten, die Ordnung und genau, die Unordnung. Genau. Dann würde ich dann auch noch gerne die Meiner Schelander zu ihren Kopfergänzungen bitten. Eine ganz spezielle, die sozusagen du dir zum 70er geschenkt hast. Es sind die Dezennien hier sichtbar, Zahlen in Ziffern geschrieben, also da ist eine große Logik dahinter, dass es dauert, das ist wieder ein sehr wahrscheinlicher, relativer Begriff, und das ist ja 2016, okay? Da wurdest du 70. Ja. Meiner, wie man sieht, arbeitet noch immer mit dem schweren Stein, den du findest, deshalb sind es auch Findlinge. Dieser ist, glaube ich, ein Salzburger Stein. Der stammt von irgendeiner Halde und irgendeinem Pass in Salzburg, wo ich einmal unterwegs war. Und die Kopfergänzungen gehen alle von einem gefundenen Stein aus, zu dem ich hingezogen fühle und versuche ihn mitzunehmen. Oder na, du hast ja den auch selbst hergebracht. Den habe ich so. Sie hat sich nicht nehmen lassen.
damals selber noch gehoben, erstaunlicherweise. Also es lag ja einige Zeit in meinem Atelier, bis das Bild dafür parat war oder erschien. Und das Bild erscheint ja sehr konkret bei dir, gell? Also du folgst dann einfach dem Weg, dass du dir schon, dass dir erschienen ist. Ja, es ist vorgegeben, es ist die Essenz, das Produkt eines Prozesses, und den ich, der aus vielen Momenten, Tagen, Stunden, Erlebnissen, Eindrücken gespeist wird. Und dieser Stein scheint sich abzuheben, ein Schieferfindling, sehr zerbrechlich, das war mir wichtig, also es ist kein massives, keine massive Materie, eine sehr zerbrechliche, könnte irgendwie gleich zerbrechen. Jeweils zu diesem Schwerpunktthema des Bär-Magazins gebe ich immer Editionen heraus. Ich habe diesmal die Eva Schlegel eingeladen, die ja immer mit Sprache arbeitet. Hier in dem Sinne, also sie arbeitet immer mit Sprache, die so unscharf gestellt wird, dass es eigentlich nicht mehr lesbar ist. Hat sie eine Edition gemacht, die wir hier zeigen. Da verbindet sich sozusagen unscharfe Sprache mit Architektur in zwei Ebenen. Und die zweite Edition ist von Heinrich Dunz, der mediale Bilder und mediale Sprache hier thematisiert und in Frage stellt. Und was man hier noch sieht, ist eine ganz aktuelle Arbeit von Heinrich Dunz, der immer wieder mit Begrifflichkeiten arbeitet, mit der Fragestellung, was kann heute eigentlich das Bild, was kann die Sprache, welche Rolle spielen die Medien. Und abschließend haben wir noch eine sehr junge Position, die Yves Doschin, die sehr politisch arbeitet auch. Ich war in der Wohnung und habe diese Arbeit gesehen. Das ist Murano-Mosaik mit dem Begriff Feminismus, aber der eine Teil durchgestrichen. Und das finde ich ein sehr schönes Statement und sozusagen der abschließende Punkt. Nicht ganz. Den abschließenden Punkt würde ich noch gerne der Brigitte Kovans überlassen. WWW ist auch der Titel der Arbeit, WWW ist auch der Inhalt der Arbeit, bloß ist es hier eine analoge Arbeit, die sehr gut thematisiert, wie das Digitale funktioniert, auf eine analoge Art und Weise. Also wir könnten hier einen Stecker rausziehen, einen Föhn anstecken und Haare föhnen, also ein haptisches Erleben eines digitalen Phänomens, das, glaube ich, das Größte ist, das uns hier betroffen hat und uns alle auch wieder zusammenführt. Aber natürlich auch eine Lichtarbeit, und Licht ist für die Brigitte Kovans ja das große Thema gewesen. Es gibt eine Arbeit von ihr, die trägt den Titel Light is what we see, und das bringt die ganze Angelegenheit auch auf den Punkt. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Kommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank.